Moin Leute, was geht? Mein Name ist Judogamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar heute die ungewöhnlichsten Basejumps aller Zeiten, und zwar in GTA 5, GTA Online. So, erstmal von der Polizei weg hier, bevor ich noch tot bin. Und zwar die ungewöhnlichsten Basejumps, die es überhaupt gibt. Die will ich euch jetzt hier mal zeigen. Und zwar bin ich heute mal in dieser schönen Stadt Los Santos. Und dort gibt es in der Nähe vom Heliport dieses schöne Reklame-Teil da, was mich ein bisschen an Las Vegas erinnert. Soll wahrscheinlich auch ein bisschen an Las Vegas erinnern. Auf jeden Fall werde ich jetzt auf dieser olympischen Fackel da, oder was das sein soll, landen und dort einen ungewöhnlichen Basejump machen. Und ja, haut einfach mal rein. Erste Schwierigkeit ist natürlich, auf diesem Teil zu landen. Nein! Ja, das war wohl nichts. So. Ja, so leicht kann schief gehen. Naja. Blöde Idee mit dem Basejump. Naja, ich hätte auch abspringen können, aber da hätte ich darauf landen können, aber da hätte ich wieder keinen Fallschirm gehabt. Blöde Sache. Aber Knarren habe ich am Start. Hehe, guck mal. Dort. Ja, was mache ich jetzt hier? Jetzt muss ich erstmal hier gucken, wie ich hier wegkomme. So, ich gehe jetzt mal hier hoch. Und guck mal, was es da oben gibt. Ich brauche auf jeden Fall ein Auto, weil die Polizei, die verfolgt mich gerade die ganze Zeit. Und jetzt ist aber hier mal Schluss hier. Stopp! Weh, du machst Fahrerflucht. Oh, bin ich blöd, Alter. Haut alle ab. Komm. Boah, Alter. Ey, die Polizei hier geht mir mal wirklich auf den Sack. So. Jetzt werde ich mal gucken, ob ich hier mir so einen Helikopter holen kann. Hehe. Oh ja, wunderbar. Boah, Lester, lass mich mal in Ruhe. Ich muss mal die Telefonate ausstellen. Hier hinten ist ja der berühmte Jesus-Glitch. Da könnt ihr den gerne mal nachmachen. Ich habe ja auch ein Video gemacht. Einfach mal Jesus-Glitch YouTube Gamescom eingeben. Da könnt ihr mal gucken, wie der Jesus-Glitch geht. Der ist nämlich direkt an dieser Wand hier. Und da könnt ihr über Wasser laufen. Ist ein richtig cooler und schöner Glitch. Und der macht auf jeden Fall richtig viel Spaß. Und ich denke mal, das ist das Wichtigste. Außergewöhnliche Basejumps. Der erste Basejump, der war mal nix. Aus dem Grund werden wir jetzt uns den zweiten Basejump widmen. Und zwar sind wir jetzt hier am Flughafenareal. Und werden dort hier oben einen schönen Basejump machen, wenn das geht. Ach, das geht gar nicht. Na, da warte mal. Steigen wir mal hier aus und gucken, was passiert. Ah! Alter, willst du mich jetzt verarschen oder was? Was ist das für ein Scheiß? Ne, Entschuldigung, aber... Naja, da muss ich ein bisschen tricksen. Ich wollte doch nur hier hoch. Ah, nee, warte. So, warte mal. Och, Mann. Ey, ich habe jetzt... Jetzt steig mal bitte aus. So. Ja. Außergewöhnliche Basejumps oder falschen Sprünge. Hör doch, machen wir einfach mal so einen hier. Zack. Aussteigen und... Ach, heute klappt mal gar nichts. Ich sage auf jeden Fall, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Ich habe heute eine richtige Pechsträhne. Ich weiß nicht, was los ist. Keine Ahnung. Aber naja, muss ich mal gucken. Haut auf jeden Fall rein. Bis dann, ciao.